Mein Name ist Melanie Landsberg, 37 Jahre alt, Lehrscheininhaber in der DLRG, Erste-Hilfe-Ausbildung und Referentin hier auf Landesebene, wie aber auch Bezirk und Bundesebene. Ich bin als Kind schon zur DLRG gekommen. Ich war 9 Jahre alt, bin damals in den Bezirk Bergedorf hier in Hamburg eingetreten. Derzeit bilde ich überwiegend Rettungsschwimmkurse aus. Aktuell hier im Landesverband Hamburg habe ich die Leitung bei der Prävention und Rettungsfähigkeit für Erzieher, wo ich auch das Rettungsschwimmabzeichen in Silber ausbilde und prüfe. Ich habe Morbus Crohn schon seit über 20 Jahren und ich habe Ende letzten Jahres ganz schwer einen Schub gehabt und habe da auch einen künstlichen Darmausgang gekriegt, was mich halt in der Arbeit so weit behindert, dass ich nur noch bis 5 Kilo heben darf. Trotzdem kann ich Leitungsfunktionen übernehmen, gerade in der Ausbildung. Ich kann nicht mehr retten, ich bin nicht rettungsfähig, aber dafür habe ich dann eben halt meine Helfer an der Seite, die rettungsfähig sind. Das Wissen habe ich ja trotzdem. Ich weiß ja trotzdem, wie es funktioniert, jemanden zu retten. Das kann ich und das bringt mir halt auch Spaß und es ist toll, dass ich ein gutes Team habe, die mich da auch unterstützen. Und abschließend, in welchem Griff? Standardfesselschritt. Super. Auf die Plätze, fertig, los! Meine Mitarbeiter unterstützen mich in Aufgaben, die ich derzeit nicht machen kann, wie zum Beispiel auch mal schwere Sachen heben. Das ist teilweise fast schon selbstverständlich und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es einfach nur kurz die Frage und dann, ach ja klar, mache ich. Ich fühle mich in der DLRG sehr gut eingebunden. Obwohl ich dann auch immer wieder spontane Phasen hatte vom Kranksein. Die DLRG funktioniert überall, bin ich der Meinung, gleich und ist offen für Menschen mit Handicap. Ich bin Sabine Lillmantons. Ich bin stellvertretende Leiterin Ausbildung im Präsidium der DLRG. Inklusion hat es immer schon gegeben in der DLRG. Es gab immer schon Einzelgruppen, die sich integriert haben in die DLRG und die dann ihren Weg in der DLRG gefunden haben. In der Zukunft möchte die DLRG mehr für Menschen mit Förderbedarf tun, damit auch sie Ausbilder werden können.